Willkommen zurück, Leute, zu World of Warcraft Legion. Ja, willkommen zurück, Leute. Wir haben hier einen Quest abzugeben. Und zwar der Tanz auf dem Vulkan. Irgendwas hatte ich, glaube ich, zuletzt auch abgegeben oder so. Da bin ich nochmal zurückgeritten und dann hierhin geritten. Und naja, wir sollen ja immer irgendwas holen und abgeben. Auf jeden Fall ist hier jetzt der Tanz auf dem Vulkan. Der Worgenstaat euch durchdringt an, bevor er seine Bitte vorträgt. Genau, das war das. Meine Schwester Sabina ist mächtig. Sie ist nach Osten zur Grenze des Lavastroms am Donnergipfel direkt nördlich der Straße gegangen. Dort erbittet sie die Hilfe anderer Elemente gegen den Feuerlord, der diese Zerstörung verursacht hat. Oh, sieht schon gut nach irgendwelchen Feuerlords hier aus. Mit wem kann ich denn jetzt mal schnacken? Mit dir? Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir den Feind dort einfrieren können, wo wir stehen nach der Hilfe. Das hier ist bestimmt der Feuerlord. Rumpel. Okay, oder auch nicht. Mit wem kann ich denn schnacken? Der Geist unseres Bruders ist verwirrt. Er versenkt den Boden. Er vaporisiert das Wasser und er verschluckt zu viel Luft. Helft uns, ihm wieder zur ausgeglichenen Harmonie zu verhelfen. Ja, aber irgendwie dachte ich, kann hier... Ach, da vorne, da steht noch jemand. Ich dachte, ich soll mit den Großen reden. Sabina, da ist sie ja, Sabina. Ja, okay. Ein bisschen etwas rauere Stimme, als ich dachte. Mein Bruder muss euch gesandt haben. Er hätte das nicht getan, wenn ihr nicht in der Lage wäret, etwas zu tun, was getan werden muss. Ich hoffe um unser aller Willen, dass er recht hat. Die Elementarier sind nur meine Verbündeten. Ihr müsst tun, was sie euch sagen, wenn wir die Zerstörung vom Rest des Eschentals verhindern wollen. Genug der Plauderei. Okay, also jetzt soll ich mit denen reden, oder was? Was denn jetzt? Hier. Heiße Lava, Niedrigstuhl. Oh Gott, schon Niedrigstuhl. Ich weiß, schon viel zu gut sind. Wiesenhafte Erdelementar startet auf euch an der Lavastrom muss anfallen. Verwendet das Geschenk der Erde, um 8 Lavaspalten zu füllen. So, bei ihm kann ich noch was machen. Töte 10 Lavawüter, falls ihr einen weiteren gefrierenden Voger benötigt, sprecht mit Akatos-Dingens. Sabina. Ja gut, wir laufen dann mal hier weg. Ich dachte auch in die Richtung, aber nein. Hier ist die Feuergegend, von der ich schon mal sprach. Rein ins Vergnügen. Dann wollen wir die mal töten. Wo sind eigentlich meine Viecher? Wo ist Balthasar, wenn man ihn braucht? Da, mach mal hier, greife mal an. Soll ich alles alleine machen oder wie oder was? So eine Lavaspalte mit Erde gefüllt oder was? Ja, das war Nummer 2. Da hinten ist schon Nummer 3. Wunderbar. Die nächste Spalte wartet schon. Ja, ich mache das hier bis 8 zu Ende und gebe den ganzen Quatsch dann ab. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir können das Ganze jetzt abgeben. Ja, wir haben immer gut gemacht. Nachtelfe Lord Magmatas war jetzt nun gefangen und wieder fest in der Erde verschlossen. Schön, ne? So, jetzt kommt der Erde in den Ring hier. Ihr habt euch auf dem Schlachtfeld wacker geschlagen. Dennoch hatte Lord Magmata euch leider bemerkt und die Zerstörung, die ihr über seine Lacke eingebracht habt. Ihr werdet euch um ihn kümmern müssen oder er verbrennt euch bei lebendigem Leib, Alexiel. Oh nein, ja, oh, wie schrecklich. Jetzt haben wir aber Angst. Bei den niedrigstufigen Bossen. Oh, da ist aber noch was. Der hat ja noch eine... Können wir das hier bei ihm annehmen noch? Wenn ihr euch gewappnet habt, sprechen wir wieder miteinander. Ihr werdet einen... Lord Magmata sollen wir natürlich töten. Okay, machen wir. Ich bin bereit. Eins mit dem wirbelnden Vortex zu werden und Lord Magmata zu beschwingen. Ja, dann soll er mal kommen hier. Oh, wir werden dahin transportiert. Das finde ich witzig. Auf so einem Ding. Das bringt uns aber, wir sehen uns selbst gar nicht mehr. Aber irgendwo da sind wir. Okay, wo fliegt der hin? Ach, da oben. Oh Gott, da ist er ja. Okay, er macht hier erstmal eine Runde, oder? Ach so, wir sollen ihn von hier aus angreifen. Ich bin auch eine Nase, ne? Lord Magmata. Wie Motten vom Licht angezogen. Ja, dann los. Los! Wir machen ihn fertig. Er hat uns ja bemerkt. Okay, wir wollen nicht zurück. Nicht, dass es so läuft wie das letzte Mal auf dem Drachen.
Viecher. Unermesslichen Kräften der Elementare. Stirb. Stirb immer noch. So, jetzt haben wir ihn. Wuhu. Tschüss. Magmata-Dings, Elementarfeuer, Teufel. So, und da kehren wir zurück. Mit unserem Wind-Ding. Nee, das ist irgendwie eine lustige Quest. Ha, voll lustig, alles wird abgebrannt. Ja, nee, aber die Elementare, dass die hier so uns mitnehmen im Club der Elementare. So. Bei wem? Ach, bei hier Sabina. So lange waren wir von Mauern umgeben. Mhm. Es ist vollbracht, die Kräfte des Feuers sind beruhigt. Die vielen Elemente befinden sich wieder in Harmonie. Ihr habt den Rest des Eschentals mit eurem Mut und euren heldenhaften Taten gerettet, Alexiel. Wir schulden euch unseren ewigen Dank. Haltet die Ohren steif. Ja, ich halte die Ohren steif. Kein Problem. Ich bin ein ohrensteif Mensch. Elfe. So, wo geht's jetzt überhaupt hin? Ach so, da vorne. Dann würde ich sagen, schwingen wir uns mal hier auf unsere Nachtheuler und reiten los über die Bäume. Hier, zack, wieder schöne Musik. Alles friedlich und so, Land gerettet. Wo geht's denn jetzt hin? Da vorne geht es hin. Da können wir was abgeben. Und zwar in den Händen des wieder natürlichen Mondsteine hatten wir da gesammelt. Okay. Ja. Was ist denn hier los? Ach so, ja, hier. Genau. Mondsteine abgeben. 5 Mondsteine werden benötigt, um sicherzustellen, dass das Mädchen geheilt wird. Ach ja, das kranke Mädchen, da war ja was. Ihr habt alle Mondsteine, die benötigt werden, und dennoch wird gesagt, dass ein Leben geopfert werden muss, um ein anderes zu retten. Ich werde sicherstellen, dass die Mondsteine Relara um jeden Preis heilen werden. Hat er das jetzt sichergestellt mit was? Okay. Wer ist er denn jetzt? Arvus. Avrus, der Erlöste. Hab Dank, dass ihr mich von einem Schicksal rettet habt, das schlimmer ist als der Tod, Alexiel. Ihr habt mich und das Kind gerettet. Nun, das Kind ist fast gerettet. Alles, was ihr tun müsst, ist, die Mondsteine in die Straße Richtung West nach Astrana zu bringen. Händigt die Steine Pelturas aus, er wird wissen, was zu tun ist. Geht in Frieden, ihr Luhn sei gepriesen. Ja, okay. Hallo. Okay, wo geht's jetzt hin? Wo muss ich das machen? Wieder, ach nö, da wieder ganz zurück. Ja, okay, da reite ich natürlich jetzt hin. Bis gleich, damit wir da dem Mädel endlich helfen. Bis gleich. Es ist so weit zu reiten gewesen. Und den ganzen blöden Weg muss man wieder zurückreiten. Ich mag das nicht, wenn man immer so weitläufige Quests hat. Da ist Pelturas Weißmond und seine kranke Tochter. Ich bin geehrt. Ja, ich auch. Alexiel, seid ihr das? Seid ihr mit dem Heilmittel für Relara? Ja, bin ich. Den ganzen blöden Weg bin ich für dich und deine Tochter zurückgeritten. Oh, Alexiel, ihr habt meine Tochter gerettet. Ich weiß, dass die Macht der Mondsteine meiner Tochter ihre Kraft zurückgeben wird. Eure Hilfe war unermesslich wertvoll und ich kann sie euch nie vollständig vergelten. Aber bitte nehmt das hier. Abgesehen von Relara ist dies mein wertvollster Besitz. Geht in Frieden. Das Kind ist nicht dein Besitz. Na? Und eine Tasse Kaffee hätte ich ja wohl auch mal verdient oder ein Süppchen, wenn ich schon so weit geritten bin. Aber ist okay. Ist okay, ich mache mich wieder auf den Weg. Meine Lieder sind gar nicht so schwer. Vater, können wir rausgehen und spielen? Hey Lara, bist du wach? Ruh dich jetzt aus, meine Tochter. Du hast ja nur die ganze Zeit geschlafen. Hey Lara, ist in Sicherheit, Alexiel. Vielen Dank. Das ist doch kein Ding. Kein Ding, ich habe das gerne gemacht. So, das war das wunderschöne, traurige, herzzerreißende Szenario von Pelturas Weißmund und seiner kranken Tochter Relara. Ja, jetzt kann ich den ganzen Weg wahrscheinlich zurückreiten. Ja, ich mache mich dann mal auf die Socken, Leute. Bis gleich. Ah, endlich angekommen hier im Waldeslied. Ich glaube, ich bin hier schon mal als Blutelfe gestorben, wenn ich mich täusche. Sehr weit jetzt rechts hingeritten. Würde ich sagen, suche ich doch als erstes mal den Flugpunkt. Wo ist er denn? Bestimmt irgendwo sonst wo. Keine Ahnung. Ich muss mal schauen hier. Was ist denn hier eigentlich? Hier gibt es auch Quests. Ich bin ganz Ohr. Aha, okay. Müssen wir die alle machen? Vielleicht mache ich sie trotzdem.
Da oben ist der Flugpunkt. Okay, sehr schön. Dann nehmen wir den noch endlich mal mit. Wo sind wir jetzt? Wir sind bei Waldeslied Eschental. Wunderbar. Schön, dass sich unsere Karte langsam erweitert. Wir jumpen runter mit unserem Escheroelch und dann geht es rüber zu dem Architekt Nemos. Die Naro haben uns nicht vergessen. Es ist schön, einen Neuankömmling hier im Waldeslied begrüßen zu dürfen. Verteidigerin Palanar sendet so viel Hilfe, wie sie aufbringen kann. Und jede helfende Hand ist willkommen. Schaut euch um, Jägerin. Es ist vielleicht noch nicht viel, aber mit der Zeit und der Hilfe unserer Nachtelfenverbündeten werden wir eine Siedlung errichten, die es wert ist, zu Hause genannt zu werden. Es gibt hier viel zu tun und für jede Hilfe, die ihr uns leisten könnt, sind wir sehr dankbar. Lasst stets Barmherzigkeit walten. Jo. Willkommen, weil das hatten wir schon. Sammelt 5 Stück verdorbenes Saturnarholz. Für irgendein Gute Gebäude Reise. Und so, damit sie wahrscheinlich den ganzen Kram hier halt aufbauen können. Das machen wir doch direkt mal. Und dafür muss ich ja auch nicht gerade aufnehmen, damit es etwas schneller geht. Also einen abermaligen Cut und bis gleich. So, in dieser Gegend hier habe ich das Holz eingesammelt. Das jetzt nicht mehr leuchtet, aber dass man mal gesehen hat, wo ich mir das Ganze geschnappt habe. Vielleicht, genau, sammle ich das auch mal ein bisschen ein hier, wozu auch immer das gut sein soll. Und dann geht es wieder zurück zu ihm. Warum sind wir so langsam? Weil wir nicht reiten. Warum ist das so weit weg schon wieder? Kommt einem immer so weit weg vor. War doch hier um die Ecke. Komisch. So. Der gute Nachtweisenwald. Holzfällerlager der Kriegshündenklangs. Aha. Wieder mal eine neue Gegend. Sehr viel Horde hier. Gemixt. Mit Allianz. Kann man echt nur vorsichtig immer dran vorbeireiten, aber wir sind schon ziemlich stark. Von daher alles gut. So, das können wir da abgeben. Was ist das hier? Eine Schabe. Oh ja, die wollte ich unbedingt noch haben. Hier ist der Knorre, Urtum des Krieges. Der braucht das Holz bestimmt. Ich hab's ja nicht gelesen. Der Wald singt von der keimenden Veränderung. Doch er schreit auch viel vor Schmerzen. Unsere neuen Freunde, die Drenai, sind hier, um uns zu helfen, so wie ihr. Wir müssen die Zerstörung meiner Geschwisterbäume am Ende machen, bevor alles verloren und Eschental untergegangen ist. So, dann können wir da natürlich was annehmen. Zum Beispiel pflanzt 8 Baumsetzlinge in die fruchtbaren Erdhaufen und auch die... Jetzt sehe ich noch nicht alle meine Samen. Nein, aber du hattest doch noch gerade was für uns. Ah, hier. So, Architekt Nemos sagt, ihr berechnet Holz, das ihr aus dem verdorbenen Saturnaren... Ja, hier ist das Holz. Holz, das wir von widerwärtiger Dämonenmagie verzehrt wurde, ist für die Drenai in Waldeslied nutzlos. Nichts Vernünftiges lässt sich daraus erbauen. Ich werde es reinigen und Architekt Nemos zurückgeben, auf dass er und seine Leute es benutzen können. So wird die Tragödie doch ein gutes Ende haben. Okay. Und dann sollen wir ja die Samen... sammeln. Ja. Dann mal los, ne? So, wo sind die jetzt hier wieder was entdeckt? Da sind die Dämonen. Wo sind sie? Da vorne sind schon Hügel. Ja, die sterben jetzt hier wie die Fliegen, wenn ich komme. So soll's sein. So, das sind die Baumsetzlinge, die wir hier pflanzen sollen in diese kleinen Hügels. Okay. Können wir tun, machen wir. Ja, viele von denen sehe ich jetzt hier aber auch nicht. Erdhügel. Was seid ihr? Da ist wieder einer. Okay, 2 von 8. Ja, ich ziehe das Tempo natürlich wieder an. Den dritten mache ich noch und dann mache ich wieder einen Cut. Hat man ja jetzt gesehen. Okay, schön. Bis gleich. Die sind irgendwie rar gesät hier, die Hügelchen. Aber ich mache jetzt hier den letzten. Und da sieht man dann, wie das kleine Bäumchen sogar rauswächst. Habe ich gar nicht gesehen gehabt. Da kommt er. Ist das nicht schön? Und dann verschwindet er. Ja, gerade gesät und zack ist er weg. Ganz, ganz komische Sache, aber es war so schön, wie es wächst. Ich bin ein Hobbit. Ich mag Dinge, die wachsen. So.
ab zum zu Knorre. Knorre! Kann die Spinne mal es gut sein lassen? Es hat keinen Zweck, Spinne. Du stirbst. Sehr schnell. So, haben wir gemacht. Gut, auch wenn es vielleicht lange Zeit dauern mag, bis auf den, bis aus den Setzlingen. Huch. Oh, das wollte ich gar nicht. Ach. Gut, auch wenn es allein Setzlingen Urtume werden, werden sie uns dann im Kampf gegen die Feinde des Etchenthals helfen. Bam. So, wenn der einem eine Holzpranke gibt, dann ist man auch Matsch. Ich kann in der Erde spüren, dass weitere Dämonen in unsere Welt gebracht werden. Bald werden es zu viele sein und wir werden von ihnen überrannt werden, ohne Hoffnung darauf, sie zurückzuschlagen. Nehmt diesen Teil von mir und kehrt zum Dämonensturz und zum Dämonenstieg südlich von Dämonen-Dings und Dämonen. Zeigt mit dem Zweig auf ein Dämonentor und konzentriert euch auf euer Dämonenverstand. Ich habe einen Dämonenteil der Dämonenlebensenergie des Waldes in seinem Holz gespeichert und er wehrt das Dämonen Tor schließen. Ja, genau so stand das da. Ja, das nehmen wir auch an. Was sollen wir hier sammeln? 10 Stück Holz des Kriegshymnen-Clans. Das machen wir natürlich. Das machen wir natürlich. Ja, 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 ja. Ich bin eine coole Nachtelfe. Ja, ja, ja. Hopsasa. Hier ist auch keine Sau, ne? Ich bin irgendwie immer ganz schön alleine hier am Rumquesten. Aber okay, ich kann damit leben. Aber es ist schon ein gewaltiger Unterschied, wenn man halt mit der Blutelfe so hoch schon levelt. Also nicht levelt, ich level ja gar nicht mehr. Wenn man halt schon so weit ist und dann Weltquests macht und zusammen ist und so spontan sich Menschen zusammentun. Und hier ist man allein. Kann ich mit denen eigentlich auch was machen oder... So, das geht ja hier ein bisschen fixer. Hier sind ein bisschen mehr. Und das geht auch ein bisschen schneller. Dann mache ich mal keinen Cut. Das ziehen wir hier ganz schnell durch. Mit dem Holz, den guten. Pesen dahin. So. Sehr schön. Ach, der greift mich doch an. Ich denke dann immer, sie lassen es sein. Aber gut. Ein Schuss und sie sind tot. Tut uns also nicht wirklich weh. So, bevor der uns nervt. So. Ich bin außer Reichweite. Bin gar nicht außer Reichweite. Ich bin jetzt nah genug dran. 8 von 10. Leute. Leute, Leute. So. Du hast nicht gut aufgepasst da oben. Ich brauche ein Ziel. 9 von 10. Wo ist Nummer 10? Wo ist Nummer 10? Ich glaube, ich gehe mal wieder zurück in das Gebiet. Ich bin zu weit entfernt. Wir reiten da mal hin. Ha! Stecken geblieben. Ein Zehnter. Wo denn? Da oben. So, da ist Nummer 10. Das habe ich geschafft. Wie sieht es jetzt aus? Einfach nur abgeben und dann da hinten noch hin. Okay, gut, dann reiten wir da wieder hin. Das geht schneller. Zacki, zacki, hoppi, hoppi. Wir haben ordentlich wieder was geschafft hier. In der Gegend. Ab zu Knorre. Knorre, willkommen. Ba-ba-ba-ba. Knorre. Unser Kumpel. So. Nein, das war's nicht. Da, Holz. Ich lebe schon lange friedlich in diesem Wald, aber wenn ich sehe, was diese Orks hier veranstalten, dann würde ich sie am liebsten in Grund und Boden stampfen. Ich werde diesem Holz jetzt seine letzte Ruhe geben. Hab Dank für eure Hilfe, Alexiel. Ich werde es euch nie vergessen. Gern geschehen. Ich mag das auch nicht, wenn Leute die Natur kaputt machen. So, und jetzt geht es in das Gebiet. Ja, ich mache wieder mal einen Cut. Das kennen wir ja schon, dann bin ich da schneller. Zieh den Kram da durch mit den Dämonentoren. Und mache noch das letzte Tor für euch. Ihr seht, was ich getan habe, also bis gleich. So, da bin ich wieder in einem ganz anderen Gebiet. Und hier sind diese Dämonentore, die ich die ganze Zeit schon, ja, dicht mache.
zerstöre. 9 von 10 haben wir jetzt. Das war ein Dämonentor. Und jetzt kommt das letzte, aber ach da ist ein letztes. Das ist sehr gut. Dann geht es auch gleich zurück, würde ich sagen. Das war 10 von 10, erledigt. Was haben wir hier Schönes? Was ist das hier? Ich will das wissen. Ich bin neugierig, Was ist denn das? Oder sollen wir hier irgendjemanden dann später noch erledigen? Wo geht's denn hier hin? Irgendwo in eine Höhle. Vielleicht müssen wir da ja auch noch was machen. Nicht, dass ich hier zu weit weglaufe. Ich weiß nicht, was das hier ist, Leute. Vielleicht ein Eingang zu einem Dungeon? Das wäre natürlich cool. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ja, jetzt reite ich wieder zurück. Irgendwo da unten war auch noch ein Gedenkstein, den ich euch nicht vorenthalten wollte. Dafür müsste ich aber mal wieder runterkommen. Die Uschi, die kommt hier auch hinterher. Kann ich hier einfach... Okay, da komme ich her. Das ist gut, dann geht es jetzt wieder zurück. Galoppiert. Wo ist er denn? Ach, guck mal, da ist sogar noch was zum Dämonensturz, nennt sich die Gegend, genau. Zum Kloppeln. Das ist zu weit entfernt. Für Bergarbeiter wie mich. Bin ich ja sehr gerne, wie ihr wisst. Wo ist jetzt der Gedenkstein? Der war doch hier irgendwo. Menno. Gedenkstein. Wo ist er denn? Ach, da vorne. Da ist es. Da, ich renne auch ganz schnell. So, komm. Hier ruht Grommer Schellschrei, Häuptling des Kriegshymnen-Clans. In vielerlei Hinsicht begann und endete der Fluch, der auf unserem Volk lastete, mit Grom. Sein Name bedeutete Riesenherz in unserer Altsprache. Er hatte sich diesen Namen 100-mal verdient, als er sich allein den Dämon Manorot stellte und unsere Freiheit mit seinem Blut erkaufte. Lokta, Oger, großer Bruder, möge die Kriegshymne niemals verstummen. Sral, Kriegshäuptling der Horde, mein Gott. Der gute Sral. Ja, die Berühmtheiten aus World of Warcraft. Und jetzt gehe ich natürlich wieder zurück. Die Tore kann ich nicht mehr verschließen. Ich mache mich auf die Socken und gebe den Quest ab. Und das war's dann eigentlich auch, würde ich sagen. Geht's auch ein bisschen schneller? Es dauert wieder so lang. Ich mache das jetzt nochmal eben mit euch zusammen. Dann haben wir das erledigt. Die Zeit muss sein, dass man das dann alles mal in einem Part erledigt hat und nicht so zerstückelt immer. Aber ich habe mir Mühe gegeben, das Tempo ein bisschen ranzuziehen bei den Quests, dass man nicht mehr alles einfach sieht. So schaffen wir viel, viel mehr in einem Part und kommen Stück für Stück voran auf der Weltkarte. Ich hoffe, dass wir irgendwann auch mal auf einen anderen Kontinent kommen und noch mehr Instanzen vielleicht machen, die vielleicht auch den Zusammenhang haben mit der Gegend, wo wir gerade sind. Für den einen ist es halt überhaupt nicht wichtig, der andere macht das gerne so wie ich. Die meisten aber nicht. Ja. So. Schau mal, Knoche. Was sagst du dazu? Alles erledigt, was du wolltest. Wenn die Tore geschlossen sind und keine weitere Verstärkung mehr herausstimmt, ist nur noch eine Frage der Zeit, bevor die Dämonen nicht mehr sind. Ihr seid eine Heldin des Waldes, Alexia. Ich danke euch im Namen aller Kreaturen im Eschental. Gern geschehen. Und natürlich hat er noch was für uns. Jetzt, wo die Dämonentore zerstört sind, muss die Kraft des Waldes wieder regeneriert werden. Das Herz des Waldes muss wieder erlangt werden. Galvan Schattenwander, ein mächtiger Druide der Klaus, Richtung Südwesten, am Dämonenhügel vorbei, zum Dämonengrabhügel vom Dämonen Dorndanil gegangen. Daran liegt das Herz des Waldes, wird von den Druiden von Eschental tief unter der Oberfläche beschützt. Sucht nach Galvan, erzählt ihm, was sich zugetragen hat. Okay. Immer sollen wir irgendwem was berichten. Handys und Internet gibt's ja hier nicht, also müssen wir der Laufbursche sein, der das alles immer übernimmt. Das machen wir aber im nächsten Part von World of Warcraft Legion. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und schaltet doch gerne wieder rein. Hinterlasst mir einen Kommentar, falls euch was stört oder falls es euch gut gefällt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.